Morgen. Ich muss das nochmal machen. Das letzte Video ist so chaotisch gewesen gestern Abend. Also, es ist mir ein dringendes Anliegen, diesen Beginn der neuen Zeit zu verkünden. Das Video wird heißen, hat die neue Zeit schon begonnen? Aber die Erklärung in der ersten Version verstehe ich selber nicht. Und deswegen muss ich das nochmal machen. Ich werde die Bibel-Koranreihe weiterführen, aber jetzt eine Unterbrechung im Sinne von dieser Zeitenwende, in der wir uns befinden. Und da erzähle ich jetzt auch erstmal ein bisschen die Vorgeschichte und hoffentlich diesmal so, dass man es auch versteht. Als Kennedy umgebracht worden ist in den 60er Jahren, hat sich eine Widerstandsgruppe gebildet. Und die hat dann auch den Trump vor inzwischen 5 Jahren jetzt bald gefragt, oder eigentlich müsste es schon länger her sein, dass die ihn gefragt haben, Donald Trump, ob er Präsident von Amerika werden will, also ob er sich aufstellen lassen will. Und er hat ja gesagt. Und bei der Wahl schon von Trump, wo die Hillary und Trump war, waren da Panzer an den Wahlbehörden und alles Mögliche. Das sind alles Sachen, die man in den Medien nicht so mitkriegt, wo man eben Hintergrundinfos braucht, die ich schon seit Jahren jetzt verfolge. Und da kommt eben dieses Bild raus, das ich euch jetzt erzähle. Die neue Zeit hat eben schon im Hintergrund begonnen. Ich will euch jetzt erzählen, was das heißt. Aber dazu müsst ihr mal verstehen, in was für einer Situation wir im Moment sind. Das ist nicht das, was man in den Nachrichten hört. Und eben, in dieser Trump-Administration, das wissen wir ja, Trump war Präsident 4 Jahre, nur angeblich ist er das immer noch. Und jetzt ist es so, also in dieser Trump-Administration wurden Gesetze gemacht. Ich habe mir die mal angeschaut, ich habe mal eine Sendung gemacht, der hat gute Gesetze erlassen. Er war nicht gerade bei manchen Leuten nicht beliebt, bei manchen wurde er gefeiert. Ich will mich jetzt über diese Geschichte, wie ist das, gar nicht so einlassen. Ja, er war nicht unbedingt in den Auftritten sehr charmeur, also war er nicht. Aber die Gesetze waren okay. Also die Gesetze, die er rauslassen hat, sind echt gut. Also jeder Präsident von Amerika lässt eigene Gesetze raus, das machen die alle, das ist nichts Neues. Aber der hat ein Fischereigesetz, ein Religionsbefreiungsgesetz, ein Kinderschutzgesetz, Gesetze für die Menschen rauslassen. Während Bush zum Beispiel nur Geheimdienstgesetze, ne? Wer wann welche Dokumente lesen darf, wenn er welche Freigabe hat, der hat die Menschen scheinbar nie so interessiert. Und Clinton auch so nichtssagende Gesetze. Trump hat sich wirklich gekümmert und da war unter anderem 2018 ein Gesetz dabei, und um das geht es jetzt, dass bei einem Wahlbetrug, also da geht es um die Wahl vom November 2020, eine Militärregierung eingesetzt werden kann. Die haben das scheinbar schon geplant, die haben gewusst, dass der Wahlbetrug kommen wird, weil Trump scheinbar auch mit den Mafia-Leuten und so ziemlich aufgeräumt hat, speziell in Chicago und gut was, wem der alles in die Suppen gespuckt hat. Also die Medien sind in dieser Welt, in der ich mich da bewege, eigentlich all, die sind alle nur Blödsinn. Sind alle ziemlich gesteuert. Und das, ehrlich gesagt, merke ich ja in manchen Dingen sehr gut. Das kann man ja, also bei Corona hat man es super gesehen. Also, dass die uns am Plätzchen verzöhnen, wer das noch glaubt, weiß ich nicht. Seit Corona merkt man es eigentlich cool. Also, vorher war das immer schwer, da hast du immer Hintergrundinfos braucht, aber mit Corona, finde ich, ist das ziemlich deutlich geworden. Das kann er nicht. Also, was die da erzählen, dass die Maßnahmen hier weit überzogen sind im Vergleich zu dem, was tatsächlich der Fall ist, und dass die Impfungen mehr Leute umbringen, als sie eigentlich gut machen, finde ich. Also, wir haben so viele Impfstoffe, da haben wir noch nie gehabt. Wir haben ja noch nie so viele Geimpfte gehabt, das ist natürlich ein eigenes Kapitel. Aber wer das nicht checkt, sorry, der ist bei mir sowieso falsch. Also, das ist aber auch nur so eine Show, ja. Und wie gesagt, Trump hat diese Gesetze geliefert, die man gebraucht hat, um Biden dann, und ich sage es einfach, ich hoffe, dass das Video durchgeht, weil die YouTube-Zensur ist auch nicht ohne. Um die beiden Administrationen quasi zu blockieren. Es soll, so gehen dann diese Nachrichten, eben so sein, dass Biden zwar in den Medien als Präsident verkündet wird, dass aber das Weiße Haus dort, was man da sieht, eigentlich ein Film ist, ein Filmstudio ist, der gar nicht im Weißen Haus ist. Der hat keinen Zugang, der hat keinen Schlüssel für das Haus. Trump ist nach wie vor Präsident.
Das ist die Grundlage dessen, was ich jetzt erzähle. Und ich kann das alles nicht beweisen. Das sind alles alternative Nachrichten, die man halt so hört von, ja, von Leuten, die das ihr Leben lang betreiben. Simon Parks, Kerry Cassidy, David Wilcock. Das sind diese amerikanischen Leute, die das erzählen. Und diese Administration, diese Militärregierung, die hinter dieser Marionettenregierung von Biden steht, die immer noch auf den Trump hört, die räumt jetzt die Welt auf. Also das ist die Situation, in der wir mal sind. Ja, hier gibt es eine Militärgruppe, General Dunford ist hier zu nennen, kann man im Internet finden, General Flynn gibt es dann noch, eine Abteilung des amerikanischen Militärs, die sich zum Auftrag gemacht haben, mehr oder weniger die Erfüllungsgehilfen der neuen Zeit zu werden. Dahinter stehen auch Kontakte mit außerirdischen Gruppen, ich weiß nicht ganz genau welche, aber wir haben da. Also das wiederum, das ist eine uralte Geschichte, die geht 6000 Jahre zurück, die Erden wird seit 6000 Jahren von Reptos versklavt. Demgegenüber helfen uns andere Gruppen, die Nordics versuchen uns zu helfen und die Plejaden haben uns seit Jahrtausenden schon geholfen, uns beigebracht, wie man Feuer macht, wie man Häuser baut. Unser Planet wird systematisch von Außerirdischen begleitet, guten und schlechten. Wobei sie schlecht uns die Religion gebracht haben. Auch die Guten haben uns Religion gebracht. Also hier, also das im Detail auseinanderzunehmen, dauert länger. Aber es kommt ein Geschichtsbild raus, bei dem wir immer schon von anderen Planeten begleitet werden. Präsident Roosevelt hat einen Vertrag gemacht 1934 mit einer Gruppe, die sich Nordics nennt. Die sind gute Leute. Die Nazis haben 1913 schon einen Vertrag gemacht mit einer Gruppe, die sich Reptos nennt. Die sind keine Guten. Ja, Nazis, passt irgendwie zusammen. Eisenhower hat einen Vertrag gemacht mit einer Gruppe, die sich Greys nennt. Da wollten die Nordics zuerst einsteigen. Die wollten das aber öffentlich machen, da hat der Eisenhower danach gesagt. Und die Greys liegen irgendwo dazwischen. Die haben die Heimlichkeit, machen die halt mit. Und wenn heimlich kann man auf der Erde viel machen. Und das ist. Das ist Eisenhower 54. Also das ist das, was im Hintergrund von all diesen Geschichten immer schon rennt. Die großen Länder, die großen Regierungen dieser Welt haben immer Verträge mit irgendwelchen außerirdischen Gruppen. Jede Regierung fast mit einer anderen. Ungefähr das ist die Situation. Das rennt auf das hinaus, dass alle Kriege, die wir je geführt haben, wurscht jetzt wer gegen wen, Napoleon gegen sonst was, die Deutschen gegen die anderen oder von mir aus Caesar gegen irgendwen. Das sind immer Kriege, wo eigentlich außerirdische Gruppen mit Hilfe ihrer irdischen Partei gegen eine andere irdische Partei kämpfen, die eigentlich auch hinter der eigentlich auch außerirdische Gruppen steht. Die Erde ist da sowas wie ein Schlachtfeld für intergalaktische Konflikte. Das fängt am besten zu sehen, ist es in der Ilias von Troja. Da kann man das nachlesen, wenn man will. Oder schaut sich die Mythen, die großen Mythen an. Bei Netflix gibt es das. Oder Amazon Prime. Oder beiden. Na, Netflix, das ist Netflix. Die großen Mythen auf Netflix, dann versteht ihr das, weil dieses Vorbild von Troja, in der zweiten Staffel von, Entschuldigung, Amazon Prime ist es, glaube ich, die großen Mythen, Amazon Prime. Diese Serie heißt Die großen Mythen und ich habe es jetzt auf Amazon Prime angeschaut, glaube ich. Und da versteht man das, dass hinter dem Trojanischen Krieg die griechischen Götter gestanden sind. Und so soll das auf der Erde, so diese alternativen Theorien, immer schon laufen und jetzt auch laufen. Hinter der Trump-Gruppe steht da außerirdische Gruppen, hinter der Biden-Gruppe steht da andere außerirdische Gruppen, die Reptos in dem Fall. Da ist Menschenhandel drinnen und was, gut was war's. Also wenn man das im Detail zerlegt, da gehört wahrscheinlich noch ein Geschichtsunterricht zu uns, der uns aufklären soll irgendwann über diese Dinge. Aber es ist relativ simpel, hinter jeder Regierung steht da außerirdische Gruppen. Und genauso wie die Russen und die Amis sich oft nicht einig sind, und das auch inszeniert wird, ja. Sind hinter den jeweiligen Ländern dann wieder andere außerirdische Gruppen. Wann man als Regierender da eingeweiht wird auf der Erde, damit man das überhaupt mitkriegt, weiß ich nicht. Es gibt diese schöne Stargate-Folge, wo dann der Präsident von Amerika, nachdem er gewählt wird, hat gesagt, das sind die Atombombencodes und das sind die Mappen mit den außerirdischen Verträgen, die wir haben. Der Präsident steht da, bitte was? Atomkurs weiß ich ja, aber was ist mit den Aliens? Wo was? Bitte wie? Was haben wir?
Verträge mit Außerirdischen? Ja, gibt es denn die wirklich? Ich habe gedacht, die gibt es ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob es die. Ah, doch, die. Ach so, die gibt es. Ah, okay. Ach, und wir besuchen die Regel. Ach, und die besuchen uns. Also der Präsident da in dieser Stargate-Folge. Genau so läuft es anscheinend. Ja. Weil die haben nämlich auch keine Ahnung. Nur wenig Leute auf der Erde wissen diese Dinge. Und viele Leute, die gewählt werden, fallen da hinein wie die Jungfrau zum Kind und dann stehst du da. Ja, was mache ich jetzt? Ja, du sagst, du machst das, was wir dir sagen. So läuft, so wird die Erde schon seit 6000 Jahren regiert. Das kommt halt daraus. Und das ist eben das, was sich jetzt ändern soll. Das ist das, was diese Truppe seit Kennedy mit Hilfe von Außerirdischen, der Galaktischen Föderation in dem Fall, versucht zu ändern. Und jetzt anscheinend geschafft hat. Das ist eben der Punkt, warum ich jetzt da sitze. Das versuche ich eben zeitnah rauszukriegen. Ob ihr jetzt diese ganzen Geschichten glaubt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist euch überlassen. Das ist das Ergebnis von 10 Jahren Forschung, kann ich immerhin sagen. Beweisen kann ich nichts, natürlich. Aber ich kann euch eines sagen, ich bin Historiker ursprünglich gewesen und viele Geschichtsprobleme lassen sich lösen, wenn man das annimmt. Ja. Also so eine gesteuerte Geschichte kommt da raus, wo auch Leute schon inszenieren Sachen, damit sie dann nachher wissen, was rauskommt. Ja, wenn man das annimmt, das ist das, was jetzt auch passiert. Ja, ich komme gleich nochmal drauf. Gehen wir kurz in die Geschichte, was ist vielleicht ein Beispiel, das mindestens Europäer kennen könnten, wenn sie historisch gebildet sind. Es ist ja der große Zufall der Geschichte, ne, dass im 13. Jahrhundert Westeuropa plötzlich mit der aristotelischen Wende zu einer gebildeten Nation wird, von diesem platonischen Denken, diesem mystischen wegkommt zu naturwissenschaftlichen Denken und eigentlich dieses hellenistische Denken übernimmt auch, das in Byzanz ja schon 1000 Jahre herrscht. Byzanz ist ja eigentlich im sogenannten finsteren Mittelalter von Westeuropa, ist ja Byzanz in Osteuropa die große Hochkultur, das wissen wir nur kaum, dass die Orthodoxie hier eigentlich lange Zeit Träger der europäischen Kultur war, aufbaut auf dem griechischen Hellenismus. Und dieses Byzanz ist untergegangen 1453, als die Osmanen Konstantinopel erobert haben. Dem voraus geht der vierte Kreuzzug wo der gegen Konstantinopel geführt worden ist 1207, da sind sie bis heute sauer auf uns. 1200 sind über 1000 Jahre, da sind bis heute sauer. Zu Recht, weil der Kreuzzug eigentlich in den Islam gerichtet worden und nicht gegen Byzanz. Das war aber schon die Vorausschwächung von Byzanz, weil dann hatten, wobei das dann, ja, der vierte Kreuzzug ist 1207 und die Eroberung war 1453, dazwischen liegen 200 Jahre. Das sind also Pläne, ich rede hier von Plänen, das ist nicht ein Menschenleben, das sind Zeiträume, ja. Und in dieser Zeit wird mit den Viktorinen in Frankreich und Thomas von Aquin und in Paris dieses neue, im 13. Jahrhundert neue naturwissenschaftliche Denken vorbereitet, das dann in Europa zur Renaissance führt. Ja, die kennen wir alle, Renaissance kennt jeder, Michelangelo, Da Vinci. Da Vinci hat ja angeblich Kontakte zu Außerirdischen, Michelangelo war es nicht, Shakespeare bekannt. So wird die Erde gesteuert. In dem Fall war es für Westeuropa gut, für Byzanz ist schlecht. Die Byzanz geht unter, die quasi die Kulturhochburg geht jetzt nach Westeuropa. Dann folgt Luther und die Reformation, die war vermutlich nicht geplant, die war vermutlich eine irdische Reaktion. Man müsste fast Protestant werden. Auch die Erdenbewohner spielen da schon immer wieder mal eine Rolle. Aber die eigentlichen Sachen werden sicher gesteuert. Das bin ich so mal draufgekommen zwischendurch. Das ist die einzige Erklärung, weil sonst, dass das so ein Zufall ist. Ne? Okay, wir verdanken es Bernard von Clairvaux und seinen Ideen, dass das überhaupt in Gang kommt. Weil die Erfahrungstheologie erst durch Bernard von Clairvaux im 11. Jahrhundert bekannt wird. Und die führt vermutlich auch zu den Denkern, die dann Aristoteles unterstützen, weil die eine Erfahrungstheologie unterstützt. Aber das ist im 11. Jahrhundert. Ja. Und aus ist das Ganze im 14. Also das sind 500 Jahre, von denen ich da spreche. Von Bernard von Clairvaux eigentlich bis 1453. Und das ist eine einzige Geschichte, der Wechsel der Vorherrschaft. Ja. Von Byzanz nach Westeuropa. Und wenn das gesteuert werden kann, und das ist das, was ich jetzt hier behaupte, dass hier Leute im Hintergrund sitzen, die das unterstützen, gewisse Dinge fördern und eben andere bekämpfen,
jenseits von gewählten Regierungen oder Königen. Also damals sind es hauptsächlich noch Adelshäuser, ne? Die aber auch mit Außerirdischen zusammenarbeiten wieder. Das ist so das Geschichtsbild. Und das hat 500 Jahre gedauert. Und dieser Wechsel von Byzanz nach Westeuropa ist jetzt nur mein geschichtliches Vorbild, um zu sagen, wir haben jetzt ungefähr den Level, das haben wir jetzt auch am Level von Bernard von Clairvaux mit Trump, ist das die Grundlage, auf der jetzt 500 Jahre was aufgebaut wird? Oder ist das schon Thomas von Aquin? Wo wir jetzt also ein Stückchen vorwärts sind. Anscheinend geht es auch schneller, ja. Was jetzt passiert mit dieser Truppe, die seit Kennedy mit der Hilfe von Trump jetzt Grundlagen geschaffen hat für eine Veränderung der Erde, das wird das Angesicht der Erde erneuern oder hat es schon zum Teil erneuert, aber eben im Hintergrund noch, wie wir das noch nie hatten. Also ich sage euch jetzt ganz kurz, was die da machen. Ja. Seit Jahren wird im Untergrund, also Stephen Greer hat gesagt, dass die wesentlichen Dinge nie an der Oberfläche sichtbar sind. Alles, was du auf der Oberfläche an Häusern und Straßen siehst, ist unwichtig eigentlich. Die wichtigen Dinge sind immer unter der Erde. Da haben wir auf der Erde 1400 Städte. So viel Schneider. Und diese Städte, da wohnen auch diese Leute von den anderen Planeten, da wohnen auch diese ganzen Typen. Und auch viele medizinische Experimente werden da gemacht. Und die werden jetzt ausgeräumt. Ja? Also da gibt es, die wichtigste ist leider immer noch aktiv, laut Cobra. Ich werde euch transinformation.net unten verlinken. Die Cobra-Nachrichten könnt ihr euch da anschauen, da gibt es monatlich Updates. Da kriegt man am besten mit, einmal im Monat mindestens, Cobra-Update für die Menschen, für die Oberflächenbevölkerung, für uns. Ne? Was so läuft. Ja. Das sind die weitestgehenden Informationen. Und dann ist eben noch der Simon Parks, der eben gesagt hat, er hat sich jetzt mit dieser Trump-Gruppe eingelassen, leider Gottes auch ein Non-Disclosure Agreement gemacht. Also das heißt, er wird jetzt auch nicht mehr so viel erzählen können. Aber etwas, was mich konkret auf den Punkt heute bringt, ist eben, dass Simon Parks hat ja eine Gruppe gegründet, die Connecting Consciousness Gruppe, schon vor Jahren. Und die ist jetzt scheinbar auserwählt worden, um eine große Rolle zu spielen, was immer das heißt. Die werden heiser kriegen, heißt weltweit. Und das ist etwas, was wir alle bemerken können. Also da wird die neue Welt, ich hoffe, dass es nicht die neue Weltordnung ist. Gesagt wird uns, dass die neue Weltordnung ist tot und es ist die neue Zeit, das Wassermann-Zeitalter. Für die, die es nicht wissen, das Wassermann-Zeitalter beginnt eigentlich mit 21.12.2020. Nicht 2012. 2012 war die Zeitenwende. Das Wassermann-Zeitalter beginnt 2020. Also genau in diesem Corona-Jahr. Corona hat man offensichtlich inszeniert, um uns von all diesen Dingen abzulenken, auch, aber auch um die Menschheit zu dezimieren. Eines der letzten großen Akte des Systems ist die Menschheitsdezimierung. Und das läuft scheinbar über Corona und über die Impfungen. Da wird man noch sehen, wie stark diese Impfungen wirklich mehr töten, als sie. Aber da gibt es schon Nachrichten, dass ziemlich viele Leute an dem sterben. Wie gesagt, beweisen kann ich da nichts. Das ist sehr komprimiert. Für Leute, die sich das noch nie angehört haben, ist das jetzt vielleicht ein bisschen für einmal. Es ist ein bisschen für mich auch so eine Art Summa summarum. Ne? Woran erkenne ich das Ganze? Was ist nach 10 Jahren Forschung in diesen komischen Gebieten da? Es ist ja wirklich ein bisschen schräg. Was kommt raus? Es kommt raus, laut Simon Parks, ein neues Finanzsystem unter anderem, das nennt sich QFS. Und das ist eben einer dieser Punkte, der mich so gestern wurde, also vorgestern inzwischen. Wir hören seit 2 Jahren in dieser Szene, es kommt ein neues Geldsystem. Jeder weiß, das ist auch schon 100 Jahre alte Geschichte, die Geschichte ist echt schon 100 Jahre alt. 1913 hat die amerikanische Fed Bank den Auftrag bekommen, Geld zu drucken. Ne? Die machen den amerikanischen Dollar. Und dann haben wir den schwarzen Freitag 1920, der zur größten Finanzkrise führt damals. Und Finanzkrisen, an die haben wir uns inzwischen gewöhnt, die gibt es nun immer wieder mal. Ne? Inzwischen noch gibt es immer wieder mal Kriege. Der schwarze Freitag wird dann auch zur Vorlage für den Zweiten Weltkrieg. Den hat man scheinbar inszeniert, damit man Hitler installieren kann. Hier hast du auch wieder Geschichtssteuerung.
Wir haben in den 70ern Finanzkrisen. Die letzte große war 2008. Da wollte man das Finanzsystem schon umstellen. Die Finanzkrise 2008 hat aber nicht funktioniert. Da hat man die Banken gerettet, eine andere Gruppe. Das sind immer mehrere Gruppen, die da miteinander konkurrieren. Hat die Banken gerettet, wenn Sie sich erinnern, da waren diese 500 Milliarden, 700 Milliarden und so viele Milliarden waren plötzlich da. Die Banken wurden gerettet. Und das alte Finanzsystem hat weiter existieren können. Obwohl jeder eigentlich weiß, dass er auskennt, das geht nicht ewig. Dieses Finanzsystem hält nicht ewig. Wir haben so dieses Zinssystem ist erstens eine Ausbeutung kann nicht halten. Und da gibt es eben dieses QFS-System, Quantenfinanz. Quantum Financial System heißt es auf Englisch. Quantenfinanzsystem. Das haust sogar in einer Übersetzung hin, QFS, das auch Computer ist. Computer spielen da eine immer wichtigere Rolle. Auch Q, also ich weiß nicht sicher, ob das derselbe Computer ist. Ich könnte mir das vorstellen, aber das weiß ich nicht. Also Q, das ist das QAnon, da bin ich auch dabei. Aber da muss man unterscheiden, diesen Haufen Anons, die sich eben in der Trump-Bewegung da auch angesiedelt haben. Das sind so Typen wie ich. Tatsächlich ist Q nur vier Leute. Diese Haufen Q-Posts, das sind halt diese anderen, das sind halt irgendwer, die keiner stimmen oder nicht. Die originalen Q-Posts sind von diesem Quantencomputer, der in die Zukunft schauen kann. Eine Zeit lang halt, ich weiß nicht wie lang, aber ein Jahr vielleicht oder so. Und da kann man halt Ereignisse vorausschauen und so konnte die Trump-Gruppe auch einiges anders machen, weil die einiges vorhergesehen haben, unter anderem den Wahlbetrug. Und weil der Wahlbetrug vom letzten Jahr, vom 3. November, nicht nur vorhergesehen wurde, sondern auch im Nachhinein ziemlich klar ist. Also wir haben uns erst im Nachhinein verstanden. Ne? Deswegen haben die schon vorbereitet mit Gesetzen, was bei Wahlbetrug passiert. Und das ist die Grundlage dafür. Ja? Also man hat versucht, diesen Wahlbetrug bei Gericht einzubringen. Es gibt ja Beweise genug. Das ist ganz leicht zum Verstehen gewesen. Dieser Wahlbetrug ist sicher. Also da bin ich mir 100% sicher. Ich bin in der Wahlnacht, war ich ziemlich lang wach und da hast du ja gesehen, wie die Ballots kommen um 5 in der Früh, bitte, in Baltimore und Florida und was weiß ich, wie die alle ganzen Hasen ist. Lauter beiden Zettel. Ja. Nichts. Du kannst doch kein Wahllokal haben, wo nur einer gewählt wird. Da müssen noch mindestens ein paar andere dabei sein. Das ist von vorn bis hinten gelogen. Also diese Wahl von beiden war bis vorn bis hinten gelogen. Da bin ich mir sicher auf jeden Fall. Und insofern, eben wenn man das vorausschauen kann mit diesem Quantencomputer, dass du nicht an Gesetze erlassen, dass du da was machen kannst, anscheinend haben wir das genau gemacht. 2018 schon. Wo Gesetze erlassen worden sind, dass eine Militärregierung möglich ist bei Wahlbetrug. Und aufgrund dieses Gesetzes, wo man den Biden dann ausgeschlossen, nachdem er gewählt worden ist, von der Regierung. Und Trump ist immer noch im Amt. Und offiziell, und da seht ihr die Größenordnung, von der ich da rede, ja, alle Medien bringen das. Wir leben in einer Medienwelt, in der das klar, Biden ist Präsident, natürlich, es ist alles viel besser und jetzt gibt es auch Arbeitslosengeld. Die nehmen sich jetzt ein Vorbild an Europa. Ich bin gar nicht so sicher, dass das so schlecht ist, ich finde das gar nicht übel, dass die jetzt Arbeitslosengeld für Corona-Geschädigte die entwickeln jetzt so ein Sozialsystem. Die müssen sie ja irgendwie gut darstellen. Das System kämpft ja auch immer ums Volk. Manchmal ist dieser Kampf auch gut für uns. Wir sind das Volk. Es soll aber nicht täuschen darüber, dass hinter den beiden Leuten keine guten Leute stehen. Und hinter den Trump-Leuten scheinbar ehrliche, anständige Leute. So wird es vermittelt. Und mit dieser Vorausschau-Möglichkeit von diesem Quantencomputer, diesen Original-Q-Leuten, die dann als QAnons bekannt worden ist, wobei die Anons, wie gesagt, sehr viele sind, hat man eben das vorbereitet jetzt. Das war jetzt der große Coup, die letzten 4, 5 Jahre gesetzliche Grundlagen zu schaffen, auf denen jetzt im Hintergrund geaudet werden kann. Und ich meine, das müsst ihr euch mal denken, ihr findet das nirgendwo. Die Medien, ja, Biden ist Präsident, natürlich, klar. Und wir haben das und das jetzt gemacht und das ist neu und das passiert. Jetzt gibt es jetzt wieder, die Kriege sind jetzt wieder ganz innen. Ihr merkt es eigentlich sehr gut, dass Biden zurückgeht zu diesem alten Ding, offiziell, ne? Was die anderen Präsidenten immer schon gemacht haben. Bush war großer Kriegsführer, ne? Die Hillary war nie Präsident, aber die hat man auch gemerkt, die Agenda wäre ähnlich gewesen. Ne? Bush ist der, also
diese Irakkrieg und was wir alles an Kriegen hatten, alles inszeniert scheinbar, aus unterschiedlichen Gründen. Und der Biden geht wieder genau in diese Richtung. Der Trump war der Einzige, der die Soldaten sogar zurückgeholt hat. Ja. Und diese amerikanische Präsenz weltweit eigentlich aufgestellt hat. Jetzt muss natürlich der Biden erst recht oft dran, damit er sie wieder hinausschicken kann. Hier merkt man wirklich, dass da Agendas, unterschiedliche Agendas sind. Und mir gefällt die Trump-Agenda besser. Ja, Scham wollten hin oder her, die Agenda ist von ihm besser. Ja, also offensichtlich hat jetzt dieser Biden gar keine Macht. Wird zwar als Präsident verkauft, aber im Hintergrund hat er keinen Zugang zum Pentagon, kommt ins Weiße Haus nicht rein, da sitzt schon mal jemand von der Trump. Wobei im Weißen Haus aber jetzt niemand mehr sitzt, das soll ein Museum werden oder so. Da ist eben dieser große Wechsel und dieser Kulturwechsel, der so wirklich so à la Byzanz ist jetzt. Ne? Byzanz geht unter, das ist das alte Reich, das jetzt untergeht und was kommt jetzt? Bis jetzt haben wir nur das Quantenfinanzsystem, das läuft seit also wir haben jetzt Juni. Seit März sollte es laufen, 2021. Ich sehe es hier Anfang Juni. Und im März hat es angeblich begonnen. Okay? Und da laufen jetzt Verhaftungen im Hintergrund. Da kommen auch diese 100.000 Anklagen, die es gibt. Es gibt sogenannte versiegelte Anklagen. Die laufen auch schon seit Jahren. Das ist auch so eine Schiene, die seit Jahren läuft, dass man die Leute. Es gab immer zwei Schienen. Es gab immer die Schiene, entweder mit tatsächlich UFO-Invasion, ne? Ernst gemeint jetzt, die Erde zu besetzen und zu befreien von diesem System. Das war wahrscheinlich schneller gegangen, auffälliger gewesen, aber hätte uns mehr geschadet. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, wenn das wirklich ist, wie viele Leute da eigentlich schockiert sind. Nach dem Radiotest von den 50er Jahren sind alle auf die Straßen gerannt, die Aliens kommen, ein großer Schock. Da sind die meisten von denen sind gut. Es gibt ein paar schlechte Gruppen, so sechs Gruppen sind mies scheinbar. Auch dort gibt es Verbrecher. Aber die meisten sind gut, eigentlich wie auf der Erde. Die meisten Menschen sind gute Menschen. Es gibt ein paar Goner, gibt es auch. Das ist im All auch nicht anders. Gute Grundregel, finde ich. Ne? Sondern meistens auf Planeten. Man identifiziert mit Planeten, funktioniert auch nicht so. Da gibt es auch gute. Auf jeden, von den Reptus gibt es gute, auch wie die Reptus ein Goner sind. Ne? Und von den Nordics gibt es auch Leute, die wahrscheinlich nicht so gut sind. Bekannt sind Repto-Geschichten von Leuten, die Reptos, die gut sind. Von Nordics, die nicht gut sind, habe ich noch nichts gehört. Aber ja, Plejaden, Nordics, das sind gute Leute. Reptos sind angeblich schlechte Leute. Wie oben so unten, Gesetze des Hermes Trismegistos, ne? So wie es auf der Erde ist, so wie es da oben auch. Die ganze Menschheit soll ja angeblich aus dem All stammen. Jede Rasse auf der Erde soll ja angeblich irgendwo angesiedelt worden sein. Jede Rasse hat normalerweise einen eigenen Planeten. Wir sind allein schon, klar, wir haben Schwarz, Weiß, die Asiaten gelb, ne, und die Indianer rot, wir haben vier Grundrassen. Ne. Also müssen schon einmal vier Grundplaneten existiert haben, von denen, wenn diese ganze Geschichte denn so stimmt. Die vier Grundrassen auf der Erde angesiedelt worden sind. So weit geht dieses Ding. Ne? Das ist die Geschichte. Wir sind die Aliens eigentlich. Ja, Erde ist nur ein weiteres Experiment, ein Friedensexperiment, positiv ursprünglich, damit die Menschen lernen, in Frieden miteinander auszukommen. Na, bis jetzt funktioniert das nicht so ganz. Ne? Und das ist auch da der eigentliche Kampf, der in allen Religionen zwischen Licht und Dunkel ist, der Kampf zwischen Licht und Dunkel, ne? Krieg und Frieden oder so, wenn ihr so wollt. Das ist das Experiment der Erde, das sind eigentlich wir. Darum gehen tut's, dass wir lernen, in Frieden miteinander auszukommen. Und übrigens, da im Auge sind immer die Deutschen, weil sie sowohl die Besten als auch die Schlimmsten sind, je nachdem, auf welcher Seite sie gerade stehen. Das deutschsprachige Volk ist von der Sprache her schon. Deutsche Sprache, die philosophische Sprache. Und die intergalaktischen Sachen liegen sehr dem Englischen nahe. Warum auch immer das so ist. Wir sind die Philosophen und die Engländer sind die Macher. Es ist wirklich so wie auf der Erde, so oben ist es. Aber da draußen gibt es noch ganz andere Gruppen, mit denen wir nichts. Außer die auch schon wie Gottesanbeterinnen. Oder einen dreieckigen Kopf haben. Was ich ja schon alles gesehen habe. Föderationen gibt es, so wie die UNO gibt es da oben die Galaktische Föderation.
Ist cool, ist echt eine super Sache, nur dass wir relativ wenig davon wissen. Und Gott bleibt übrigens immer übrig. Zwar sind alle Religionen aus dem All gesteuert, das möchte ich jetzt einmal so quer sagen, aber Gott bleibt über, der kommt immer wieder vor. Irgendwo gibt es den. Wenn ich auch nicht mehr genau weiß, wie er heißt. Also im Prinzip ist das alles positiv und es soll offengelegt werden, langsam irgendwann. Wie viel davon wirklich jemals offengelegt wird, weiß ich nicht. Aber der Punkt, der mich eigentlich auf den Plan gerufen hat, ist einmal dieses Quantenfinanzsystem, das eben schon seit März, April, Mai, Juni, 4 Monaten jetzt läuft. Und natürlich, wir wissen wieder mal nichts davon. Aber Simon Parks hat eben gemeint, und dem Mann vertraue ich einfach, dass das seit 3 Monaten jetzt schon läuft und da eben dieses Geld umgestellt wird, das zu einem ganz anderen Geldsystem auf der Erde führen wird, das viel besser sein wird. Ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall, gefällt mir. Und dass auch Medbetten kommen, wo quasi dann alles geheilt werden kann. Da gibt es dann keinen Krebs mehr, keine Pharmazie braucht mehr. Das ist wirklich eine Umstellung, die Erde wirklich in dieses Wassermann-Zeitalter bringen soll. Das goldene Zeitalter. Wir haben ja Kali Yuga hinter uns, nach den alten hinduistischen Schriften. In der Religion kenne ich mich aus. Hat auch der Armin Riesi schon gesagt. Und das ist aus. Die Zeitenwende war schon 2012. Ne? Das Wassermann-Zeitalter selbst beginnt erst 2020. Ja? Und jetzt haben wir tatsächlich schon das neue Finanzsystem, schon tatsächlich 2021. Am 21.12.2020 beginnt das Wassermann-Zeitalter. Und im März 2021 wirkt das Quantenfinanzsystem. Es passt zusammen. Ja? Das hat mich so vom Hocker gehauen. Die großen Zeitzyklen, die so 25.000 Jahre gehen und unsere kleine irdische Verlaufstruktur, von der natürlich der Großteil in den Medien überhaupt nicht erzählt wird, es passt zusammen. Trump ist dann nur ein kleines Rad in diesem ganzen Ding. Ein wichtiges. Er hat die Gesetze gemacht. Eigentlich ausführend, das sind jetzt das amerikanische Militär. Mit Hilfe von außerirdischen Gruppen, die da mitspielen. Und gehen dazu um die Befreiung der Erde. Meine Unterstützung kommt. Also, da werden Menschenhändler die Erde verlassen, Dämonen die Erde verlassen. Pro Mensch gibt es im Moment so 1000 Dämonen. Das waren schon mal viel mehr. Ich weiß nicht genau, was viel mehr heißt, aber Cobra auf transinformation.net sagt, es war ein großer Erfolg. Warum das sich so hinauszögert, ist auch, dass niemand damit gerechnet hat, wie viel Dreck auf dieser Erde ist, nämlich auch im interdimensionalen Raum. Wir haben mehrere Räume. Wir haben den irdischen Raum, auf dem wir leben. Wir haben den intergalaktischen Raum, die anderen Planeten. Wir haben aber auch interdimensionale Räume, die wir klassischerweise mit Engeln und Dämonen besetzen. Und jetzt auf dieser Ebene, auf der interdimensionalen Ebene, das ist echt ein bisschen kompliziert das Ganze, ich hoffe, ich krieg's diesmal besser hin. Wird die Erde von Dämonen befreit. Auch hier in der interdimensionalen oder in der spirituellen Ebene Welt tut sich was. Wir hatten so viele Dämonen, dass du pro Mensch auf der Erde ein paar Millionen Dämonen zusammenkriegst. Diese Zahl wurde reduziert von ein paar Millionen pro Erdbewohner auf ungefähr 1000 pro Erdbewohner, was eine enorme Erleichterung darstellt, laut Cobra. Und eine unglaubliche Leistung in der spirituellen Welt ist. Großes Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben, mitmachen. Das läuft ja immer noch. Und wenn die Zahl der Dämonen jetzt im interdimensionalen Raum, also dazu gehört, dass bei mir alles, was in den Kirchen Himmel heißt oder Hölle oder Fegefeuer, bei mir jetzt andere Dimensionen sind. Deswegen spreche ich jetzt vom interdimensionalen Raum. Dahinter steckt eine Raumphysik. Da kommen jetzt einige Jahre an Änderungen auch meiner Sprache zusammen. Das ist gar nicht so leicht, sich da so auszudrücken, dass man das versteht, ehrlich gesagt. Weil es selber, der Kopf dabei, um das zu verstehen. Die Lebensblume ist da das Bild. Die Lebensblume, diese ineinander geschachtelten Kreise, sind ineinander geschachtelte Räume innerhalb des Universums und die überschneiden sich. Und da, wo sich die Lebensblumenkreise überschneiden, da sind eben mehrere Räume, liegen da übereinander.
Und in so einer Vessica gebissen ist, in diesem Ei, die Lebensblume hat so diese großen Kreise. Und dann diese Eier, diese kleinen, wo sie sich da überschneiden. In so ein Ei kriegst du eine ganze Galaxie hinein. Ja. Also diese Räume überschneiden sich in einem großen Bereich. Und da kann eben ein interdimensionaler Raum der Toten und der Engel und der Menschen sein. Da kriegst du mehrere Kreise zusammen. Also 12 Kreise gehen in einen Kreis hinein. Wer da jetzt welchen Raum hat, das wäre im Mittelalter hätten wir von den 7 Höllen gesprochen. Oder 7 Himmeln in der Antike, das sucht es euch aus. Das sind sich überlagernde Räume auf unterschiedlichen Frequenzen innerhalb des Universums. Das ist die Astrophysik sozusagen. Alles spielt hier zusammen, um die Erde zu befreien, auch die interdimensionalen Räume. Und jetzt habe ich von diesen interdimensionalen Räumen geredet, oder rede ich jetzt gerade davon, wo die Dämonen von der Erde vertrieben werden, bitteschön. Und die sind aber seit Millionen Jahren hier. Die Erde, bitteschön, ist 4 Milliarden Jahre alt, okay. Davor war auch schon Planet da, Terra. Aber in den letzten 4 Milliarden Jahren haben sich seit Millionen Jahren hier Dämonen versammelt. Die Erde ist ein Planet der Freiheit. Nicht alle Planeten im Universum sind Planeten der Freiheit. Hier war immer schon ein Sammelpunkt. Wir haben außerdem noch ein intergalaktisches Stargate oberhalb des Planeten Erde, relativ knapp drüber. Das passt jetzt zur Serie Stargate Universe zum Beispiel. Alles ist irgendwo in Filmen schon erzählt. Vieles ist in Filmen erzählt, also alles. Die Informationspflicht, es gibt geistige Gesetze im Universum. Wir alle folgen irgendwelchen göttlichen Gesetzen. Auch wenn uns jetzt keine Religion wirklich von diesen göttlichen Gesetzen erzählt. Wir haben 10 Gebote, wir haben 5 Säulen, wir haben die 5 Bücher, wir haben alle möglichen Varianten. Das ist immer irgendwie Secondhand. Alles, was in Worten ist, ist Secondhand. Heilige Schriften mögen heilig sein, aber sie sind Secondhand. In erster Stelle stehen immer physikalische, geistige Gesetze, die ich zurzeit suche, und deswegen kann ich auch nicht viel drüber reden, aber ich weiß, dass es sie gibt. Das erste Gesetz ist die Liebe, das zweite ist die Wahrheit und dann kommt eben irgendwann die Freiheit. Und die haben wir nur auf der Erde. Und ein paar andere Planeten, natürlich gibt es mehrere Planeten der Freiheit. Aber in höheren Dimensionen ist dann schon eher bestimmt, wie es vor sich geht. Ja. Das ganze Universum ist also eine Spielwiese des Glaubens. Und wir sind da ich glaube auch an die Wiedergeburt, dass wir da schon seit ewigen Zyklen herumspazieren und uns weiterentwickeln. Die Seele entwickelt sich. Eine Reptoseele wird vermutlich noch länger brauchen, um sich zu entwickeln. Während das, was wir Heilige nennen, die sind halt schon ältere Seelen. Ne? Ich hoffe, dass wir alle irgendwann dahin kommen. Ich bin immer noch sehr spirituell. Diese Spiritualität wird von einer Gruppe übernommen, die offensichtlich die Connecting Consciousness Gruppe sein wird, die vom Simon Parkes ist, wo jetzt keine Kirche mehr existiert und keine Religion und kein Islam und kein Christentum mehr. Auch hier, wenn das durch sich setzt, wir eine neue Spiritualität auf der Erde haben. Allein das zeigt uns, das kann nicht in 2 Tagen gehen. Und diese Connecting Consciousness Gruppe soll eine sehr große Rolle spielen, jetzt in der Gegenwart. In dieser Trump-Gruppe wieder, ist Militär-Background, die haben jetzt den Leuten zugesagt, ihr werdet da Häuser kriegen, ihr werdet da auf der Erde auftreten. Als was, weiß ich nicht. Das ist alles neu, das habe ich alles vorgestern jetzt gehört. Also das Connecting Consciousness. Aber das ist etwas, woran wir es sehen können. Connecting Consciousness bitte merken, weil das ist etwas, was man sieht nach außen hin. Das kann man, das sind Häuser. Da steht wahrscheinlich CC drauf, Connecting Consciousness. Also das verbundene Bewusstsein. Wir sind ja alle verbunden miteinander. Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Es gibt die Aura, es gibt den Äther oder das Feld, hast es jetzt. Da kann man so viele Sachen zusammen, ich kann das nicht. Jetzt habe ich doch einiges erklärt, hoffentlich. Aber auch der Äther kann nachgewiesen werden. Wurde schon 1986 nachgewiesen. Das Global Consciousness Project weiß das noch seit 20 Jahren. Die Aura ist im 20. Jahrhundert 100-fach nachgewiesen worden. Barbara M. Brennan, Lichtarbeit, beschreibt das wunderschön. Auch hier kommt einiges an neuen Ideen auf uns zu, die eigentlich schon lang da sind. Wird unterdrückt von Herrschern der Erde, soll eben nicht mehr unterdrückt werden irgendwann. Wann das alles kommt, das ist eine Revolution, die tatsächlich im 13. Jahrhundert gleichkommt. Nur ist es dann wahrscheinlich das 21. Jahrhundert, vermute ich mal. Wo wir freie Energie kriegen, wo wir. Also nicht
Chakra und Äther öffentlich anerkannt werden müssen. Das ist ein Zauberding. Also wenn ihr das versteht, versteht ihr Spiritualität und Religion. Das ist Chakra und Äther, das ist die Physik dahinter. So funktionieren Gebete. Mit der Aura nimmst du Kontakt mit dem Äther auf. So funktionieren Gebete. Ich habe es endlich verstanden. Es ist Physik. Eine subjektive Physik, keine objektive. Es gibt eine objektive Physik im Background, die kann aber subjektiv verändert werden. Das ist so ein physikalischer Schlüssel. Ja. Und das müssen wir langsam lernen. Auch die Erde muss langsam in diese große Familie hinein, die offensichtlich schon da ist. Soul Family nennen wir das. Wo wir alle irgendwo in Verbindung sind mit anderen Planeten und uns bewegen in diese Gesellschaft hinein. Eine intergalaktische Gesellschaft, die wir anscheinend schon mal waren, in Atlantis-Zeiten, auch Lemuria vermutlich. Dahin gehen wir zurück. Weil wir da schon mal waren, ist überhaupt Religion erfunden worden in unserer Geschichte, weil wir so schneller wieder dorthin geführt werden konnten, wo wir schon mal waren. Vor ungefähr 10.000 Jahren, nicht 6.000, wie das biblische, das ist ein bisschen verkürzt, dürften ungefähr 10.000 oder 12.000 Jahre sein. Damals dürfte Atlantis untergegangen sein, das dürfte so die Sintflut gewesen sein. Und dann hat man bei uns Religionen angefangen zu etablieren, vor 5.000, 6.000 Jahren, 4.000 Jahren. Juden vor 3.000 und dann Christen vor 2.000 und Islam vor 1.400 Jahren. Wobei der Islam scheinbar die Erfindung der katholischen Kirche nicht. Das ist eine eigene Story. Der geht auch als einziger ein bisschen zurück bis zum Judentum zumindest. Nicht bis zum Polytheismus, aber bis zum Judentum. Religion, die weiter vorne wieder anfängt. Was eine gute Idee ist. Meines Erachtens eigentlich nicht. Islam ist die einzige Religion, die zurückgeht. Alle anderen schreiten vorwärts. Aber das ist eine eigene Story und auch Religionen sind inszeniert, sind aber eigentlich alles nur Hilfsmittel, um uns zu befreien, um uns zur Selbstständigkeit zu führen. Zählt auch, ich halte viel von Jesus nach wie vor, aber es zählt auch fürs Christentum oder sowieso fürs Judentum. Da war der Moses, der fährt mit einem Auto durch die Gegend. Moses fährt mit einem Auto. Allein das. Und natürlich gibt es in der Geschichtsschreibung in dieser Zeit keine Autos. War es ja, aber das ist es ja. Das ist eben eine andere Geschichtsschreibung. Ich erzähle hier eine Geschichte, die ihr nirgendwo lest. Ja. Ich glaube nicht, dass es in. Ich kann nicht auf jeden gedachten Einwand eingehen, der in meinem Kopf schon sich formuliert. Wenn das Leute sagen, da denke ich mir, der spinnt, ja. Es ist, wenn das vor allem jemand noch nie gehört hat, absolut verrückt, was ich hier erzähle. Ja. Und am Anfang hätte ich mir auch gedacht, das kann schon nicht, gar nicht glauben, ja. Außerirdische, interdimensionale Gesellschaften. Religionsgründer vor 1000 Jahren, die mit Autos durch die Gegend fahren. Ägyptische Pyramiden, die mit Antigravitation gebaut werden. Überhaupt so andere. Die Pyramiden von Gizeh sind ein super Beispiel. Erklär das mal konventionell, das hat bis heute noch keiner geschafft. Wenn du höhere Technologie, UFOs und Antigravitation annimmst, das ist ein Fingerschnipsen und die Dinger fliegen durch die Gegend, diese Megalithsteine. Ne? Ihr müsst nur mal versuchen, die alten Geschichten vor allem mit moderner Technik zu erklären, und zwar mit moderner Technik, die wir heute noch nicht haben, mit intergalaktischer Technik. Plötzlich lösen sich Geschichtsprobleme auf, ja, die Bohrlöcher in Tiwanaku, die alle heißen, diese ganzen Megalithbauten auf der Welt, ja, das sind die sogenannten Ancient Alien Theorien, sehr zu empfehlen, auch eine Netflix-Serie inzwischen, aber eigentlich von der BBC gedreht. Wer ein bisschen einschnuppern will und ein bisschen Vorgeschichte und noch nie was davon gehört hat, Ancient Aliens, geht auf Erich von Däniken zurück, war auch ein Vordenker und hat man wenigstens auf Deutsch, also sonst gibt es ja da nicht allzu viel. Oder das Phänomenon, neuer Film, erster deutscher Film auf dieser Szene, wobei der nur auf die UFOs eingeht, nicht auf die Alien-Hintergründe. Es gibt immer mehr Filme, Unacknowledged zu empfehlen, Film zum Einsteigen. Sehr gut, Englisch mit deutschen Untertiteln, Above Majestic, sehr gut, deutschen Untertiteln. Unacknowledged vielleicht der beste Einsteigerfilm. Wenn das jemand dort erwischt und bis hier durchgehalten hat und jetzt nur noch ein paar noch versteht, Unacknowledged, Above Majestic, Ancient Aliens, sind so mal so. Für Leute, die da ein bisschen einsteigen wollen und noch nichts davon gehört haben. Wenn ihr das einmal habt, dann findet ihr auch die MIB-Buchreihe. Muss ich wieder mal, wie oft habe ich die schon hochgehalten?
Mein Vater war ein MIP, diese Buchreihe auf Deutsch. Da habe ich jetzt zweite Band, es gibt inzwischen 4 Bände davon, da habe ich die ganzen deutschen Quellen, da kann man nachschlagen. Viel von dem, was ich erzählt habe, steht da drinnen. Vieles, was ich erzählt habe, steht nicht drinnen. Gerade die neueren Sachen, die jetzt aktuell sind, das erzähle ich euch jetzt, das findet ihr sonst nirgends. Diese Trump-Geschichte von Kennedy steht nicht einmal in dem, nicht einmal dort, vielleicht im nächsten Band, das fünfte soll jetzt heuer rauskommen. Aber das habe ich dann noch nicht gelesen. Wo sind wir stehen geblieben? Das, was wir sehen können werden, vielleicht wird viel von dem nie in den Medien kommen, was ich da erzähle. Aber viel, oder vielleicht schon. Also ich hoffe, dass es in die Medien kommt. Ich hoffe auf diese volle Aufklärung. Das, was sichtbar werden wird, ist die Connecting Consciousness Gruppe. Die soll mit Häusern rund um die Welt präsent sein. Also wenn ihr da diese neue Zeit sucht, und dieser Wechsel wird sicher nicht von heute auf morgen gehen, das wird sicher eine Zeit lang dauern. Aber wenn ihr das unterstützen wollt und halbwegs positiv denken der Menschen seid, und ich gehe davon aus, dass die überwiegende Mehrzahl sich eine gute Geschichte wünscht, dann geht es zu den Connecting Consciousness Leuten. Ob es jetzt inszeniert ist oder nicht, das ist jetzt eine eigene Frage, ist das jetzt die neue Welt? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist wirklich eine neue Zeit, das war so ein Zeitalter. Die besten Leute, die man finden kann, werdet ihr bei diesen Connecting Consciousness Gruppen finden. Geht dorthin. Dort findet ihr die Medbetten. Medbetten können scheinbar alles heilen. Das ist auch eine neue Medizin, die da auf uns zukommt. Das neue Geldsystem wirkt im Hintergrund, das werden wir dann irgendwann auch mitkriegen. Dann gibt es anscheinend diese Zinsgeschichten, das wird alles irgendwie anders. Gibt es vielleicht gar nicht mehr dann. Ich kann mir das noch gar nicht wirklich vorstellen, was das eigentlich heißt. Wie lange diese Trump-Gruppe im Hintergrund das so machen kann und es nicht doch irgendwann einmal öffentlich werden soll, irgendwann muss da irgendwas öffentlich werden. Ja. Mit den Anklagen können wir uns jetzt ganz ohne UFO-Invasion auf rechtlicher Basis selbst befreien. Die Erde ist dabei, sich selbst zu befreien, mit starken Hilfen vom intergalaktischen Raum und interdimensionalen Raum. Also wir haben die Engel bei uns und wir haben die Aliens auf unserer Seite, mindestens die Gurten. Und wir befreien uns selber. Und das ist, dieser Respekt ist zu zollen, das amerikanische Militär. Unter der Führung von Trump scheinbar immer noch. Aber das ist das amerikanische Militär eigentlich. Die hier wirklich hakeln, ist das amerikanische Militär, Navy. Und keine Ahnung, ist General Dunford wird immer wieder genannt, General Flynn wird immer wieder genannt. Solche Leute. Und die haben dann natürlich Armeen hinter sich. Die Armee ist scheinbar geteilt. Ein Teil davon war natürlich nichts. Der ist natürlich immer noch auf dieser beiden offiziellen Schiene. Und der andere Teil war es eben schon. Der ist eben auf der Trump-Befreiung der Erde-Schiene. Und die sausen jetzt rund um die Welt in diesen 1400 Untergrundstädten rum und befreien die Erde von Millionen von... Wo sind das die Militärleute? Also in den Untergrundbasen befreit man uns von betrügerischen Reptos, Außerirdischen, die Menschen verkaufen. Es gibt auch Menschenhandel von medizinischen Labors, in denen Menschen Experimente, die dagegen sind die Nazis scheinbar. Also das ist Nazi-Level, von dem wir da sprechen. Da werden medizinische Experimente gemacht, die man scheinbar gegen jedes menschliche, gegen jede Menschenwürde verstoßen. Gut, wenn das beseitigt wird, kann ich nur sagen. Ich meine, viel von Kultur ist im Zweiten Weltkrieg auch grundgelegt worden, in viel Leid. Das ist das alte Kreuz Christi, liegt auch immer viel Segen, auch wenn es uns nicht gefällt. Aber ich bin trotzdem froh, wenn das weg ist. Und wenn das heißt, dass wir uns langsamer entwickeln, dann entwickeln wir uns eben langsamer. Ich habe es nicht eilig, wirklich nicht. Zeit sparen auf Kosten von Menschenleben, finde ich nicht sinnvoll. Und in Würde und Liebe findet man tatsächlich mehr als in Druck und Gewalt und Zeit, was auch immer. Ja. Ich bin ein Vertreter von diesen Friede vor der Eierkuchen, wenn du willst. Herr oder. Auch das Christentum will eigentlich das Gleiche. Das ist eine friedliche Gesellschaft, hätte ich gern.
Und anscheinend gehen wir auf das zu. Anscheinend ist das jetzt eben, wir werden eben befreit von diesen negativen Dingen. Und das gefreut mich halt. Mir gefällt das. Und ich hoffe, dass das stimmt einfach. Ich rede hier, ich war immer schon ein gläubiger Mensch und ich war halt Historiker und viele Sachen, die ich da höre, kann ich einfach einordnen. Deswegen finde ich es glaubwürdig. Ich habe ziemlich lang normal studiert und irgendwo, natürlich bricht es dann irgendwann, irgendwann kannst du es in normale Geschichte nicht mehr einordnen. Irgendwann musst du dann auch wirklich ein anderes Weltbild aufbauen, sonst passt es einfach nicht mehr. Ja. Aber man kann schon anfangen mit Einbetten in zum Beispiel Geschichtskomplikationen, die man dann mit einer gesteuerten Geschichte wie Byzanz erklären kann. Das hilft schon sehr. Plötzlich lösen sich Probleme, physikalische Probleme, geschichtliche Probleme, religiöse Probleme, in allen Wissenschaftsbereichen, ja, medizinische Probleme. Wir können da wirklich in eine neue Welt hineingehen und ich hoffe, dass das einfach wirklich funktioniert, in der wir verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das gibt es auch einen schönen Film also wo man diese Götterkriege verstehen kann, ist diese Netflix-Serie von die großen, ah nicht Netflix, es ist Amazon Prime, Entschuldigung. Amazon Prime heißt Die großen Mythen. Sehr zu empfehlen, da sieht man, wie hinter den Kriegen der Menschen, in dem Fall der Krieg von Troja, zweite Staffel, die griechischen Götter stehen. Und wie gesagt, in meinem Weltbild sind diese Götter real, das sind reale Leute von anderen Planeten. Oder in den Psi-Phänomenen, also der andere Film jetzt wieder, Psi-Phänomene, auch auf Amazon Prime, zurzeit bin ich für Amazon Prime, wo ein deutscher Dokumentateur einfach sieht, zum Beispiel diese Uri Geller-Geschichten, die älteren Leute kennen das vielleicht mit Uri Geller, der hat Gabeln verbogen. Inzwischen gibt es so viele Leute, die das können. Es gibt einen Deutschen, einen jungen Deutschen, ich vergesse mir, der heißt in dem Film, der das kann, vorzeigt, ganz klar. Also mit Tischtennisball, mit Kompass und anderen Zeugs. Schaut sich das an. Psi-Phänomene, sehr interessant. Wir entwickeln unsere Aura-Fähigkeiten. Ja? Das ist eine geistige Stärkung. Er spricht davon einer Stärkung des Aura-Feldes. Das dauert ein paar Jahre, bis man das lernt. Ja? Und dann können wir das alle. Alle Wunder Jesu kann im Prinzip jeder Mensch. Das ist eigentlich der größte Schock für mich gewesen, inzwischen 10 Jahre her. Das ist nicht groß, wer anders, Gott oder. Wir alle können das. Also jetzt mal, wenn wir vom Level Jesu reden, ja. Das sagt Jesus selber, ihr werdet größere Dinge vollbringen als ich. Das ist das, um das eigentlich geht, dass wir in eine höhere Bewusstseinsform kommen. Wir Menschen lernen freier mit Geld umzugehen, werden weniger bedrängt, leben in einem goldenen Zeitalter, hoffentlich, und können diese Jesus-Sachen endlich selber lernen. Warum kam vorher, der uns das erklärt? Wichtiger Punkt wird sein, dass das, was die Sakramente jetzt immer noch machen können, was tatsächlich was Besonderes ist, dass wir das einmal selber lernen. Bei anderen Menschen beichten gehen zum Beispiel, ist das so ein kleines Geheimnis. Hilft sehr. Seele reinhalten oder auch Wunder heilen. Wir haben 8 Tote auferweckt von 2003 bis 2008 bei der Heidi Baker in Mosambik. Ja. Es gibt immer genug, heißt das Buch. Irish Ministries, könnt ihr im Internet finden, könnt ihr googeln. Ne? Heidi Baker, Irish Ministries, da gibt es Totenerweckungen. Das ist nicht auf die Bibel beschränkt, das sind protestantische Gruppen. Kommt noch meine Theologie zugute. Ne? Es gibt diese Dinge rund um die Welt, ja? Psi-Phänomene. Gut, das kommt jetzt in der Doku nicht vor, aber Totenerweckungen gibt es auch. Alles ist möglich. Ihr müsst das, was ihr bis jetzt für unmöglich gehalten habt, für möglich halten. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass wir Menschen sehr fähige, sehr mächtige Menschen sind eigentlich. Wir können sehr viel. Und wir werden so klein gehalten mit Fabriksarbeiten und Fließband. Und da ist vielleicht die Maschinierung gar nicht schlecht, dass wir das mit den Maschinen erledigen lassen. Und uns, ich glaube, es wird eine Zeitregelung brauchen. Aber da wird man sehen. Wie das geht, wie wir die Gemeinschaft, die muss natürlich weiterlaufen, wir brauchen gesellschaftliche Ordnung irgendwie. Wie das genau ausschaut, wird sehr spannend. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, dass ich das noch erlebe. Aber es kann gut sein, dass ich mich in 20 Jahren noch daran erinnere, dass ich dieses Video irgendwann mal gedreht habe und dass man dann vielleicht in 20 Jahren mal langsam was sieht. Es kann wirklich sein, dass es das 20 Jahre dauert. Ich weiß, oder ist es nächstes Jahr schon? Ja. Also ich weiß es wirklich nicht, wie schnell das geht.
In Byzanz hat 500 Jahre gedauert, von Bernhard von Clairvaux bis 1453, bis Untergang Konstantinopel, 500 Jahre. So lange wird es, glaube ich, nicht dauern. Es beschleunigt sich, die Geschichte beschleunigt sich ungemein. Und ich glaube, dass das immer null weg, sagen wir 50 Jahre, dann müssten wir eigentlich dort sein. Oder zwei Nullen weg, sonst 5 Jahre. Dann bitte muss es aber flott gehen. Auch möglich. Ja. Also das, was ich heute sage, ist nicht etwas, was man morgen erwarten kann. Das Quantenfinanzsystem sollte bald sichtbar werden. Auch die Trump-Geschichte muss irgendwann öffentlich gemacht werden, denke ich mal. Da kann es aber auch bei der Wiederwahl in 4 Jahren, ich weiß es nicht, wie die das, ich glaube, sie wissen es zum Teil selber nicht, wie das genau. Das ist der Preis der Freiheit, man weiß nicht immer alles. Das ist genau der Unterschied. Bis jetzt wurde die Geschichte strukturiert. Anscheinend werden wir uns zum ersten Mal in der Weltgeschichte selbst verwalten. Ob wir das überhaupt können? Wenn jetzt tatsächlich die Präsidenten keine Aktenmappe mehr kriegen, das sind die Außerirdischen, die Befehle geben, sondern wir tatsächlich immer selber entscheiden, was kommt dann raus. Dass die Menschheit nicht Herr ihrer eigenen Politik ist, das hat man bei Corona sehr gut gesehen. Wer glaubt, dass die Menschen so dumm sind, wie sie sich jetzt in Corona benehmen, unterschätzt vielleicht die Menschheit ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die Großteil der Politiker wirklich so blöd sind, wie sie sich jetzt benehmen. Ich glaube, dass dahinter, ich bin ziemlich sicher, dass dahinter eine groß angelegte Steuerung liegt, die ganz andere Zwecke verfolgt. Ob die gut oder schlecht sind, kann ich gar nicht sagen. Ja? Es ist nur sichtbar, dass es ein Theater ist, dass die Maßnahmen mit der Medizin selber nichts zu tun haben. Die Impfungen sorgen für eine Dezimierung der Bevölkerung. Es ist brutal, aber wir haben eine Überbevölkerung, vielleicht ist das notwendig, ich weiß es auch nicht. Ängstliche Menschen werden schneller zur Impfung gehen als mutige, da ist sicherlich eine Selektion am Laufen. Sunk zu Napoleon oder Stalin hätte das gut geheißen, das waren politische Führer. Ne? Hildegard von Bingen oder Therese von Avila oder andere Heilige würden das verurteilen. Ich traue mir da kein Urteil mehr zu. Mir geht langsam das Urteilsvermögen aus. Also ich weiß nicht mehr, was gut und schlecht ist. Das ist echt, das verschwindet komplett. Ich weiß, dass Corona mit dem, was man uns in den Medien erzählt, nichts zu tun hat. Das ist ziemlich einfach. Was es dann tatsächlich ist. Viele Menschen sterben, aber mehr an den Impfungen, glaube ich, als an der Krankheit. Das ist bedauerlich. Und jeder ist gerufen. Aber das ist eine geistige Änderung. Und mir kommt auch vor, diese Impfung wirkt nur dann zart. Das hängt irgendwie vom geistigen Level ab, den der Mensch, glaube ich, hat. Die Bewusstseinsphysik ist extrem mächtig. Ich glaube, dass da Zusammenhänge existieren, die gewisse Leute wissen, aber uns nicht sagen. Und dass das eigentlich im Bewusstsein des Menschen wirkt. Dass das vielleicht dahinter stehen könnte. Dass man mit Bewusstseinsphysik hier versucht, Ängstliche von nicht-ängstlichen Menschen zu scheiden. Und die Ängstlichen sterben und die nicht-ängstlichen überleben es heute oder so irgendwie. Das ist brutal. Ja, und ich würde mir eine andere Welt wünschen. Ist eine andere Welt möglich? Ist das eine Selektion, die wer kann sowas verordnen? Wer kann sich diese Verantwortung aufbürden und zu sagen, ja, das machen wir jetzt? Und ich wüsste nicht einmal zu sagen, ist das Licht oder Dunkel? Ganz ehrlich, ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Es könnte genauso gut eine Lichtaktion sein wie eine Dunkelaktion. In beiden Szenarien kann ich pinseln, ich kann Bilder malen in beiden Richtungen. Deswegen mache ich es gar nicht, weil es kann die Befreiung der Erde von den Ängstlichen sein. Und dazu muss man natürlich voraussetzen, dass die Seele wiedergeboren wird und dass die Seele hier ohne Schaden davonkommt und dann wiedergeboren wird in einem Planeten, wo sie sich entfalten kann in ihrer Entwicklung. Dann wäre das eine natürliche Selektion, die künstlich gefördert ist, dann wäre es eine Lichtaktion. Es kann eine Unterdrückung der Menschheit sein, um den Aufstieg der Erde zu verhindern und möglichst viele Menschen zu unterdrücken und das Bewusstsein klein zu halten. Dann ist es so eine Dunkelaktion. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Medienspektakel und die tatsächlich medizinische Evidenzen nichts mehr zu tun haben. Ja, das passt einfach hinten vorne zusammen.
Und wer glaubt, dass die Menschen wirklich so blöd sind, der versteht es nicht. Dahinter stehen andere Agendas. Ja? Hinter unseren Regierungen, hinter unseren Politikern stehen andere Leute dahinter, die wieder aus dem intergalaktischen Raum kommen. Aber was die jetzt eigentlich verfolgen und welche von diesen Gruppen das ist, es kommt mir vor wie das letzte Aufgebot. Mir kommt schon eher negativ vor. Also mir kommt vor wie das letzte Aufgebot eines großen Systems, das sich wehrt. Aber das ist ein persönliches Gefühl. Das ist, ich weiß es nicht. Ja, noch einmal, der Punkt hier heute war, achtest auf Connecting Consciousness, achtest darauf, dass diese Gruppe soll groß werden in dieser neuen Zeit. Da ist es sichtbar, auch in einer vermischten Zeit, wo man noch nicht genau weiß, ist jetzt schon das Quantum, wissen wir schon, was haben wir schon das nächste. Diese Connecting Consciousness Gruppe sollte sichtbar werden. Wenn die Häuser haben und auf der Welt sichtbar sind und diese Medbetten ausgehen, geht es dahin. Hört sich an, was die sagen. Da kriegt sie mehr, da müsst ihr andere Informationen kriegen. Selbst in einer gemischten Gesellschaft, wo das vielleicht noch nicht so öffentlich ist. Die Connecting Consciousness Leute empfehle ich heute als Anlaufstellen. Ja. Weil die anscheinend diese Rolle kriegen sollen. Ja, gut, dann. Das will ich unterstützen. Die finde ich gut. Connecting Consciousness ist eine gute Gruppe. Hoffe, dass sie das dann auch sein wird. Jetzt ist sie eine gute Gruppe. Die Marienzentren. Ich auf der Erde gibt. Ich weiß gar nicht, wie man die erreicht. Laut Cobra gibt es die schon eine ganze Weile. Es tut sich sehr viel in allen verschiedenen Räumen. Schaut, ob ihr irgendwo Connecting Consciousness heißer Sicht geht, dahin und informiert euch dort. Ich weiß nicht, was euch die dann wirklich alles erzählen werden, aber klingt vielleicht nicht ganz so verrückt beim ersten Mal, wenn sie sich vielleicht nicht gleich so vertrauen. Jetzt, ich habe jetzt ziemlich viel erzählt. Ich weiß nicht, wie viele Leute es da, wie das jetzt ankommt. Ich lasse es jetzt einmal gut sein. Es ist eigentlich die zweite Version von einem Video, das ich gestern schon aufgenommen habe. Allerdings um einiges umfangreicher und hoffentlich verständlicher. Aber es ist wirklich sehr komplex. Wir gehen in die neue Zeit. Sie hat schon begonnen. Wir haben schon ein Quantenfinanzsystem und wir kriegen Connecting Consciousness als weltweite Bewegung, was immer da rauskommt. Die neue Zeit hat schon begonnen. Ist das nicht cool? Und Corona werden wir auch noch überleben. Hoffentlich. Also alle, die das jetzt mitgekriegt haben und auch nur die Hälfte verstanden haben, sollten imstande sein, Corona zu überleben. Wenn es, wie ich glaube, eine Bewusstseinssache ist. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich immer noch nicht. Okay, Gottes Segen. Pfiat euch. Ich glaube, es ist gut. Vielleicht ist es gut.